Aus Marokko. Wir sind jetzt, nachdem wir irgendwie so ein paar Tage in Wüste und auf Pisten verbracht haben, sind wir jetzt die letzten zwei Nächte in Tata gewesen, in einer Stadt, auf so einem kleinen Campingplatz in der Stadt, wo wir so ein bisschen die Stadt erkunden konnten und uns so ein bisschen verpflegen konnten. Und sind jetzt auf dem Weg über den Anti-Atlas. Da fahren wir gerade drüber, da habe ich jetzt auch schon ein paar Aufnahmen gemacht. Deswegen ist das hier, geht es auch etwas langsamer zu Werke gerade, weil Egon hier echt klettern muss. Also wir sind jetzt gerade aktuell auf 1400 Meter. Ist eine sehr schöne Nebenstrecke tatsächlich, die wir gefunden haben. Und ja, wir fahren jetzt Richtung, grobe Richtung Atlantikküste. Das ist erstmal so unser Ziel. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da sind, aber weil wir so ein bisschen Wasser und Strand jetzt noch brauchen. An dieser Strecke auf jeden Fall ist es ein besonders schöner Blick über den Atlas. Ich drehe mal rum, also über den Anti-Atlas, damit ihr mal so ein bisschen seht, wo wir hier unterwegs sind. Die Straße ist relativ schmal, aber lässt sich mit Egon noch gut befahren. Zwischendurch unten im Tal gab es so einige Palmenhaine und so Oasen-ähnliche Orte. Genau. Wir fahren jetzt hier durch Agadir durch und sind schon nach einem halben Tag ein bisschen genervt von den vielen Autos und Ampeln und so. Wir werden jetzt ja auch noch mal durchfahren, mal gucken zur Promenade, wie das hier so alles aussieht. Und dann werden wir uns einen schönen, ruhigen Stellplatz irgendwo außerhalb von einer Stadt organisieren. Oder, Kai? Wie sieht es bei dir aus? Ja. Stadt ist gut oder Stadt ist nicht so gut? Boah, ist auf jeden Fall anstrengend zu fahren. So. Also Agadir sieht so ein bisschen aus wie, also zumindest die Promenade sieht so ein bisschen aus wie Spanien, haben wir gerade festgestellt. Wenn hier nicht die marokkanischen Fahnen hängen würden, dann könnte das auch irgendwo in Spanien sein. Hat gar nicht so viel Marokkanisches irgendwie, ne? Heute mal einen coolen Campingplatz ausprobieren und der ist da, der soll eigentlich geöffnet sein und das sieht zu aus. Mal gucken, ob wir uns reinlassen. So, hier steht auch schön Klingel dran und die Tür ist leicht angelehnt. Mal gucken, ob die uns reinlassen. Wenn geschlossen, bitte hupen. Okay. Ach, guck mal, ist da. Wollen wir rein? Ach, guck mal, hier kommt ein Schloss, Edda. Guck mal, hier ist ein Schloss. Nee. Das ist schön. Guck mal, hier ist ein Swimmingpool. Mal gucken, ob der Wasser hat. Oh, leider nicht, Edda. Es tut mir leid,
wieder ein leerer Swimmingpool. So, jetzt kommen wir dichter zum Schloss. Mal gucken. Und jetzt? Klopf mal. Hallo? Komm mal rein, Edda. Das sieht ja lustig aus, ha? Spannend. Ich würde sagen, das ist doch ein Schloss. Auch wenn die... So. Gehen wir mal kurz auf die Brücke? Ja, kannst du auch gehen. So, wir haben einen wundervollen Parkplatz gefunden. In einem unglaublich schönen Campingplatz. Guck mal, perfekt eingepackt. Jetzt sagen wir den anderen noch Bescheid, dass es hier schön ist. Und dann können die auch kommen und vielleicht treffen wir die heute Abend. Wir wurden auch von dem Besitzer gerade zu einer Tasse Tee und Keksen auf die Dachterrasse eingeladen. Und da freut sich vor allen Dingen Edda schon richtig drauf. So, jetzt fahren wir schön mit dem Taxi in die Medina von Marrakesch. Bist du gespannt, Edda? Ja, ne? Wir haben uns da nämlich eine kleine Riad organisiert und dann übernachten wir eine Nacht dort in Marrakesch. Und sind schon ganz gespannt, wie das so wird. So sieht es aus, wenn man hier in das Riad kommt. Die beiden haben sich jetzt schon entschlossen, oder die drei, dass sie auch eine Nacht hier bleiben, weil die es so schön finden. Wenn man hier reinkommt, riecht das unglaublich gut. Und hier wird schon irgendwo gekocht auch. Da wird gekocht. Und irgendwie sieht das ganz schön aus hier, das Restaurant. Da sind überall so kleine Nischen, wo man sich entspannen kann. Und hier der Swimmingpool. Und da oben ist die Dachterrasse. Hier gehen wir gleich nochmal hin. Ja, hier sind so ein paar Polizisten eingebaut. Das ist manchmal ein bisschen schwierig hier für meine Kamerafrau. Nach 150 Metern im Kreisverkehr, dritte Ausfahrt, wir haben heute gedacht, weil wir schon in der Nähe sind, fahren wir heute mal nach Gibraltar und gucken uns den Felsen an. Und das ist ja heute auch so ein historischer Tag, weil heute ist ja der letzte Tag der Briten in der EU. Gibraltar gehört ja zu Großbritannien. Und da wollen wir halt gucken, dass wir da noch einmal hinkommen, bevor wir dann mit dem Reisepass wedeln müssen. Aber es gibt ja noch Übergangszeit, also von der Seite ist ja noch ein bisschen hin. Aber trotzdem haben wir uns entschieden, heute mal ein bisschen um den Affenfelsen zu cruisen. Mal gucken, wie gut das mit Egon klappt. Haben wir noch nicht probiert, wissen nicht, wie das da so mit der Straßenenge und mit den Parkplätzen funktioniert. Nach 500 Metern im Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Ich sag mal, bis später. Guck, da ist er, der Felsen von Gibraltar. Genau. Das ist aber eng für uns hier. Aber schaffe ich. Super. Thank you. Oh, Mori.
Jetzt mal die Kamera an. Der Neon sieht hier immer so ein bisschen aus wie der Elefant im Porzellanladen. Man muss sich auch ein bisschen Mühe geben. Und es ist auch verdammt eng hier die Parksituation. Wenn ich euch das hier mal zeige, wie wir den Neon hier eingeparkt haben, das ist wirklich, es ist knapp. So, guck mal hier. Hat da gerade so gepasst. Da sieht man es und auf der anderen Seite sieht man es auch. Hier, wenn ihr mal guckt. Aber er passt halt, ne? Trotz seiner Größe. Feines Stadtmobil.